Ja, mein Name ist Philipp Neutemeyer. Wir haben vor einem Jahr angefangen, Weideschweine zu halten. Wir machen hier heute unser Tag der offenen Tür zum ersten Mal. Sind eigentlich ganz begeistert, dass der Verbraucher scheinbar diesen Weg mit uns gehen will. Letzten Endes wird der Umbau der Tierhaltung nur funktionieren, wenn wir uns mit dem Verbraucher an einen Tisch setzen, wenn wir kommunizieren, vor allem offen kommunizieren, was ist der Wunsch des Verbrauchers, was können wir als Landwirt leisten oder was sind wir bereit zu leisten. Wir wollten die Möglichkeit nutzen, das beim Tag der offenen Tür mal hinter die Kulissen zu schauen, wie tatsächlich das, was da als Produkt auf dem Band liegt, in Natura halt aussieht. Ich glaube, dass bestimmt jeder siebte, achte, der das hier mal mitgemacht hat und der es sich leisten kann, das muss man ja auch dabei berücksichtigen, gerade in der heutigen Zeit bei den Preissteigerungen und so. Ich glaube, dass doch etliche auch durch solche Veranstaltungen dazu angeregt werden, ihr Kaufverhalten zu ändern. Ich achte schon sehr darauf, was wir einkaufen, dass wir auch regional einkaufen und auch auf Hofläden. Manchmal klappt es nicht, was dann mal zwischendurch finanziell nicht so funktioniert. Aber ansonsten versuchen wir sehr darauf zu achten. Ja, sicher ist das teurer. Und zwar würde ich sagen, es kostet ja 3 bis 4 Mal so viel wie das Fleisch, was wir aus dem Supermarkt gewohnt sind. Wir müssen hier einiges draufschlagen, einfach um unsere Arbeitszeit hier vernünftig zu vergüten. Und ja, die rechne ich mal so mit eigentlich Pi mal Daumen 10-fach so hoch wie im konventionellen Stall tatsächlich. Ich finde es eigentlich sehr wichtig, insbesondere wenn man so auf Sachen wie Transparenz schaut, dass man weiß, von wo man zum Beispiel, von wo das Essen eigentlich herkommt und wie die Tiere gehalten werden und ob das wirklich fair sozusagen ist gegenüber diesen Bedingungen. Wir halten konventionelle Schweine. Unser Ackerbaubetrieb ist rein konventionell. Die Schweine haben Tag und Nacht Weidegang, 24 Stunden das ganze Jahr über. Also mein Wunsch ist es letzten Endes, im Allgemeinen mit gutem Beispiel voranzugehen, um zu sagen, okay, ist der Wachstumsschritt möglich von 2000 Schweine auf 200 Schweine? Wir meinen ja, ganz klar. Wir wollen ein leckeres Lebensmittel produzieren, ein gesundes Lebensmittel produzieren und denken dafür, ja, müssen wir dem Tier einfach das geben, was wir ihm schuldig sind, und zwar ist das ein gutes Leben. Mein schönstes Erlebnis nach der Umstellung, da muss ich, glaube ich, gar nicht lange überlegen. Das war eigentlich die erste Sekunde, nachdem wir das erste Türchen geöffnet haben und tatsächlich die Schweine beobachten konnten, wie sie freudig rausgelaufen sind auf die Weide und die von uns angelegte Sule genutzt haben. Und ja, man sich erstaunt wundert, wie viele Jahre es letzten Endes in der DNA hängen bleibt, was mit so einer Sule anzufangen ist, nämlich sich einfach reinzuschmeißen, sich von oben bis unten mit Matsch zu beschmieren, um vor der Hitze zu schützen. Und das war tatsächlich so das schönste Erlebnis, ja, definitiv.